und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Horizon. Die kleine Ruhepause ist vorbei und schon geht die Party weiter. Neue Gäste sind eingetroffen und die wollen bedient werden. Ich kümmere mich drum und dann können wir uns in aller Ruhe über die heutige Reiseroute unterhalten. Ist doch ein Kinderspiel. Machen wir mit links. Sind doch nur zwei, drei Langbeiner, ein paar Läufer und Plünderer, die ich da hinten noch sehe. Ich muss dringend zum Händler und meine Rohstoffe wieder auffrischen. Ganz besonders die Zersprengerpfeile. Jetzt mach doch wieder nicht so ein Radau hier. Tja, ohne Behälter wird's da schon schwieriger. Nicht wieder alle durcheinander. Schön in einer Reihe aufstellen. Kommst du mit deiner Funzel wieder dazwischen hier? Na, dich lasse ich noch. Wo sind denn die Läufer? Alle fort? Alle fort. Ja. Gut. Dann können wir doch mit dir weitermachen. Bin ich kein Freund davon. Muss ich dich direkt bestrafen. Ja, da hilft kein Jammern. Da hilft kein Brüllen. Verschwinde ich mal kurz hinter die Sanddüne. Oh, die Sonne ist aber auch. Nun können wir zu euch kommen. Renn doch nicht weg. Ja. Na jetzt? Oh, da hättest du mich aber auch noch aufsammeln lassen können. Eine Frechheit. Du schießt du drauf, wenn ich mal fragen darf. Ich stehe doch ganz woanders. Aber soll mir recht sein. Dein Kanönchen, das hätte ich gern. Dürfte ich da nochmal mit meinen Fettfingern ran? Komm schon, ich sag sogar bitte. Und das tue ich nicht oft. Ja. Oh, vielen Dank auch. Sehr freundlich. Bekommst du auch direkt zu spüren. Wenn du es liegen lässt. Du auch? Oh, das mit dem Treffen. Niedergestreckt. Mitten ins Ziel. 100%. Och, jetzt. Ja. Wo? Nanu? Hinterm Hügel kam's hervor. Einfach angezündet. Glaubt man kaum, aber war so. Wer war's? Möchte ich da noch drauf schießen? 5 Schuss. Nö, lass ich mal sein. Perfekt. Genug beschäftigt für den Anfang. Ich möchte ja auch mal weiter. Und solange mir da keiner hinterher dackelt. Ich hoffe, ihr erhebt nicht eure Waffen gegen mich. Das könnte für euch ganz böse enden. Na, seid ihr die freundlichen Wachen aus, wie hieß die Stadt? Nochmal schnell schauen. Sonnenfall. Okay, dann können wir doch jetzt mal einen Blick auf die Karte werfen.
Es wäre ein Frevel, wenn ich die verdorbene Zone da liegen lassen würde. Also schaue ich da mal schnell hin. Die paar Schritte da nach Nordwesten, die kann man machen. Dann geht's hier runter nach Sonnenfall. Mal schauen, wie die kleine Stadt so aussieht oder das Lager. Und danach nach Meridian. Hier unten gibt es noch die Aufgabe, die Reichen berauben. Mit Erend müssen wir uns noch am Sonnenpalast treffen und südlich davon gibt's ja dann auch noch den letzten Langhals. Also, einmal hier rüber. Oh. Ach, genau. Da könnte ich auch mal wieder drauf schauen, ob da was möglich wäre bezüglich Upgrades. Das hilft bestimmt weiter. Und ob es das tut. Fleisch, Fleisch. Gibt es gleich. Ein Blick verrät. Och, wir haben auch 10 Fertigkeitspunkte. Huiuiui, da kommt jetzt aber auf jeden Fall der Doppelschuss. Das ist klar wie Kloßbrühe. Interessant wäre natürlich jetzt gleich danach der Dreifachschuss, aber ich würde auch gern mal hier weitermachen. Einmal auf Ausbeuter drauf, dann Munitionsbauer und ob es dann bei Ausbeuter Plus noch, weiß ich noch nicht. Aber hier, da will ich hin. Das brauche ich noch und die 2, die sparen wir wieder an. Dann herstellen, Tragekapazität und Waffenbeutel. Upgrade 3. Her damit, her damit, her damit. Und das Vierte nehme ich auch. Fallenbeutel oder... Seilwerfer. Tja... Köcher wären mir lieber, aber ich nehme, was da ist. Das noch und hier noch eins obendrauf. Kein Material mehr. Fischgräten bräuchte ich da wieder. Fuchshaut und Fleisch und Co. Verdorbene Zone. Na, wo steht ihr denn? Nicht verstecken. Oh, was bist du denn? Dich kenne ich ja so auch noch gar nicht. Verdorbener Behemoth. Schwäche Feuer? Ja, okay, aber... Keine Zersprengerpfeile. Oh, jetzt gehen ja wieder welche. Na, wenn das so ist. Hau ich mir hier unten schon mal die Falle rein. Bisschen Feuer. Die stellen wir hier mal auf. Lock ich dich durch, wenn es denn möglich ist. Ha! Auf direktem Wege. Hier noch einer. Dann einmal begrüßen. Auf der rechten und auf der linken Seite. Oh, Kaktus im Weg. Wer macht denn sowas? Huch, da kommt ja noch einer. Ganz übersehen. Ja, das passt mir jetzt gar nicht in den Kram, wenn ich ehrlich bin. Muss mich da mal leicht entfernen. Und was bist du? Ich gehe ihn erst. Nichts da. Hier wird niemandem aus dem Weg gegangen. Nein, nein, nein. Das lassen wir sein. Zuerst das Kleingetier und dann die dicken Brocken. Dodo, Dodo. Hab grad mein rotes Tuch vergessen. Aber ich sehe, es klappt auch so. Ja, lauf wieder durch. Huch. Da war ja noch einer. Warte, nicht jetzt. Gerade schlecht.
Habt ihr noch ein bisschen Lore für mich? Dann bedanke ich mich. Gibt's wieder Zersprengerpfeiler. Oh, steht hier noch Medizin rum? Ja. Nicht viel? Kleine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Hilfe! Ich bin am Ende! Was? Hilfe! Hilfe! Ich werde angegriffen! Och, nicht doch! Hilfe! Ich halte nicht mehr lange durch! Na, dann geh weg! Kommt da noch was um die Ecke? Was willst denn du jetzt? Helft mir, ihr Schwach... Was? Was war das jetzt? Schattensoldat? Feindlich? Ja, also tut mir leid, aber... Da sag ich jetzt mal nichts dazu. Lassen wir mal unkommentiert stehen. Okay, mein kleiner Fuchs. Wir brauchen deine Haut. Kann ich doch nichts mehr basteln. Dann muss das reichen. Jetzt muss ich kämpfen. Ja, da bleibt nichts anderes über. Bisschen anzünden. Da lag ja deine Schwäche drin. Soll ich dir auch schon mal was geben? Ja! Oh. Ui, das ist tat jetzt aber ganz schön weh, tat das. Er macht einfach alles nieder. Oh ja, da muss ich dran. Verbringe ich die ganze Folge damit, hier vor der Stadt rumzustreifen und komme wieder kein Meter vorwärts. Bleib mir fern. Das habe ich schon mal gelernt. Oh, das zündet aber durch. Da gehen die Lebenspunkte nach unten. Die Schlauesten seid ihr aber auch nicht. Kann das sein? Oder traut ihr euch nicht aus eurer verdorbenen Zone raus? Ja, ich gebe euch nochmal so. Oh, fast. Nein, war. Dreh dich doch mal bitte noch um 90 Grad. Na dann, hau ich da eben keine Munition. Da oben den letzten hin. Ist mir auch egal. Hauptsache es tut ja weh. Bisschen Felsen werfen. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ich weiß. Jo, da gibt's gleich zwei dicke, schöne, große Schrotthaufen. Zum Plündern. Reicht's noch für ein paar Feuerpfeiler? Freilich. Muss. Versucht nicht dir den Hintern. Macht ihr Feuer unterm Hintern quasi. Verdorbene Zone abgeschlossen. Na, war doch gar nicht mal so schlimm. Knackige 10.000 Erfahrungspunkte nochmal obendrauf. Feuerschutz für Gewebe und Tarnung für Gewebe. Behemoth-Linse. Teil. Ja, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Und hier, Handhabungsspule 56% und Schaden 43. Lecker.
Das kann ich noch nehmen. Das kann ich noch gebrauchen. Dafür ist sicherlich auch noch Platz in der Tasche. Und dann dürfte die Ecke hier sauber sein. Ah, doch noch nicht ganz. Ah ja, das ist wichtig. Das nehme ich lieber mit. Und davon gleich 3 Stück. Ein. Bitte mehr. Komme ich von hier aus gleich in die Stadt rein? Ach, nö. Da oben wäre noch eine Banuk-Figur, aber... Ach, ich will doch in die Stadt. Da gibt's sowieso wieder Aufgaben, bin ich mir sicher. Die ich mir wieder einsacken muss. Da wird's dann zeitlich doch schon wieder knapp mit Meridian. Aber ich gebe mal Gummi. So, hier durch. Ach, da steht auch schon... Ach, was ist denn... Warum denn? Wie schnell kommt ihr denn wieder? Ist doch nicht zum Aushalten. Na, da gehe ich jetzt aber durch, oder? Gehe ich da durch? Vorsicht! Noch nicht. Wurde getroffen. Ach. Ja! Ja, tschüss. Ah! Tschüss dann. Klar, ich habe jetzt doch keine Lust auf euch. Haltet mir den Rücken frei. Klebst du mir noch an der Ferse? Nein. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hilfe! Schon wieder? Tu mir nichts! Hilfe, irgendjemand! Hatten wir das nicht gerade schon mal? Zufallsbegegnung? Möglich? Das war keine Warnung. Tja. Da ist ja noch Zeit zum Weglaufen. 3, 2. Oh. Da hat der Finger gezuckt. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Ich schwöre. Gut, dann gucken wir nach unten. Ist das hier überhaupt eine freundliche Stadt? Ich hoffe doch. Runter oder hoch? Ach, da gibt's ein Lagerfeuer da unten auch. Und wo geht's hier hin? Kein... Ich befürchte, ich bin hier nicht ganz willkommen. Schattensoldat. Dann mal los. Hier drüben. Ja. Toll. Ja, hätte ich das gewusst, also da... Hätte ich mich ja jetzt hier nicht so auf dem Silbertablett präsentiert, aber... Naja. Wer hat gesessen? Wenn sie mir jetzt hier alle entgegenlaufen... Weiß man wieder nicht, wen man anvisieren soll hier. Ein Gewusel da drin. Bleib in Bewegung oder geh unter. Ist das alles? Ach. Nein, ich hab noch mehr. Och! Möge sich der Himmel verdunkeln. Glaub, das ist ja nicht die beste Taktik. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Der hat mich erwischt. Sollte er auch. Da, 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 da. Du noch. Und hier, er hier. Du! Dickst gleich auf die Nase. Ich hoffe, ihr habt schöne, viele Heiltränke.
Wer A sagt, muss auch B sagen. Komm runter. War das jetzt mein letzter? Das war mein letzter Trank. Weg! Korrekt, du bist weg. Ich wurde getroffen. Duck dich doch nicht. Meine ganzen schönen Pfeiler. Ich bin getroffen. Och, da hätte gesessen. Kann doch nicht wahr sein. Naja, es werden ja weniger. Das wollte ich doch gerade noch. Ich hab's gesehen, da kam's. Zu spät. Köpfchen hoch. Blutet unter der Sonne. Ach, jetzt wird's brenzlig. Gibt's denn hier noch Kraut für mich? Na, wo ich ja wieder reingeraten bin. Nicht prickelnd. Wie viel haben wir noch? Da darf ich mich nicht treffen lassen, Jungs. Und Mädels. Bringt mich nicht um. Doch. Was anderes bleibt mir jetzt leider nicht übrig. Tut mir leid. Wieder mal. Wie so oft. Komm, gib Trank. Oh. Schmackhafter, kleiner Trank. Verdammt, war die falsche Richtung. Geh weg! Leise. Und der nächste. Suche abbrechen, Volltreffer. Suche fortsetzen. Ich bitte darum. Mitten ins Ziel. Ja. Mehr davon nehme ich auch. Okay. Oh, das bleibt nicht liegen. Das war's für den Händler. Da wird auch gut dafür gezahlt. Versteckt sich hier noch was in den Ecken? Ja, eine Truhe. Hol doch nur da hoch. Ja, da haben wir wenigstens schon mal einen Bereich hier unten freigeräumt. Ach, soll ich mich da jetzt gleich noch in den anderen reinstürzen? Ich weiß ja nicht. Ich wollte doch nach Meridian. Nichts mehr für mich? Kann ich den nutzen? Kann ich mich da abseilen? Ich frag mal. Oh ja. Wäre möglich. Wo komme ich da an? Bringt mich das weiter? Naja. So mehr oder weniger. Ja gut, da ich hier aber nichts mehr weiteres Interessantes sehe. Ab in die Tiefe. Tor verlassen. Falkensitz. Oh, da gibt's bestimmt auch Fische drin. Heilende Pflanzen. Wo sind die heilenden Pflanzen? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Weise Worte. Merkt es euch gut. Komm ich bis da rüber, ja? Hm. Ich sehe euch, aber ich bekomme euch nicht in die Linse.
um mich zu vergewissern, dass hier niemand Falsches den Pfeil abbekommt. Ich will doch keinen Ärger. Immer noch nicht. Ha. Siedlung verlassen, Wappenbrück. Ach, wenn da oben aber alles mit den voll war, wird es hier unten nicht anders sein. Oder? Oh! Ein kleiner Rat, Fremde. Wir befinden uns im Krieg. Entweder erweist du dich als nützlich oder du verschwindest. Ja, gut, dass ich nicht so voreilig war diesmal. Ja. Dann nehme ich das Feuer doch nochmal dankend an. Aber was tue ich jetzt hier? Ich sehe keine Aufgaben zu mitnehmen. Ich sehe niemanden, mit dem ich sprechen muss. Mysteriöses Verschwinden. Was ist hier nur los? Ja, was ist hier los? Keine miesen Tricks. Karcha-Soldat. In die Hütten komme ich auch nicht. Oh. Na komm, eins tiefer. Wie willst du nicht? Achso. Da komme ich doch bestimmt sonst wieder nicht hoch. Und da drüben im Boot liegt ein Datenpunkt. Gerade noch so gesehen. Ab ins kühle Nass. Wieder Waschtag. Jetzt sag nicht, du kommst da nicht ins Boot hoch. Och, wie peinlich ist das denn? Was? War das? Ach so. Och. Und wo komme ich wieder raus jetzt? Da und da. Okay. Kann ich von hier abscannen? Der verbotene Westenbuch. Ein vergilbtes Pergament mit Berichten in verschiedenen Handschriften und Tinten. Halt. Überall hier was Neues. Notizbuch. Datenpunkte. Nein, das nicht. Auch nicht. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nö, dürft ihr euch wieder durchlesen, wenn ihr es denn wollt. Gehen wir mal kurz von oben durch. So. Das war's damit. Und dann schlage ich vor, einmal aus dem Wasser raus, kurz nochmal hier oben umschauen und dann geht's per Schnellreise nach Meridian. Und von dort aus machen Verdammt, wir dann... In meinen Stiefeln steht das Wasser. Ja, es gibt Schlimmeres. Und von dort aus machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Da oben vielleicht, eventuell noch... Da war ich noch nicht. Oh, hier geht's noch durch. Benimm dich, Kleiner. Ich benehme mich schon. Ich laufe eigentlich jeden Morgen am selben alten Mann vorbei, aber ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Hm. Kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. Okay, dann per Schnellreise ab nach Meridian, wollte ich gerade sagen, aber da hinten liegt doch noch was. Oder?
Ach nein, waren nur Eier. In der Kiste. Na aber, Händler. Mensch, Junge. Da schau ich doch mal direkt dein Angebot an. Ha, 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 ha. Aha, aha, aha. Man könnte sich's ja jetzt einmal kaufen. Lanzenhornherz hab ich. Die nötigen Scherben eigentlich auch. Ich nehm's mal. Wird gekauft. Schatten, Sprengschleuder, her damit. Stolperfalle. Den Banuk-Keulbogen. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Nutz eh nur noch den Jägerbogen und auf die Entfernung dann den. Die lassen wir mal drin, die Stolperfalle. Also der Keulbogen raus. Outfits. Was hast denn da Schönes? Feuer, Elektrizität, Schleichen, Eis, Element, physischer Schaden und Distanz. Na, dann brauchen wir jetzt nicht unbedingt was Neues. Schatzkisten, nein, brauche ich auch nichts. Besonderheiten, keine da. Und verkaufen tue ich dann in Meridian. Gut, jetzt noch schnell rüber. Und ja, von hier drin geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ja, dann sage ich doch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.